So, da sind wir wieder zu der zweiten Folge. Und ich weiß gar nicht, was haben wir gemacht eigentlich. Ja, oder Loks muss wir, ne? Finde Patty, nö, kein Bock. Ja, Plan. Ich mach jetzt hier irgendwas erstmal. Aber wir werden erstmal erkunden, ne? Ich finde, man muss immer zuerst erkunden. So, das nehmen wir mit. Ja, schöne kleine Ich brauche einen Dietrich. Truhe. Ja, Dietrich. Die müssen wir auch kaufen, auf jeden Fall. Sieht nicht so aus. Mal gucken. Oh, nee. No. Was? Was? Nee, warte. Spielstandler. Nee, nee, warte, was? Wieso? Hallo, okay. So. Aber bevor wir da jetzt nochmal hingehen und voll auf die Fresse kriegen. Wasser? Ah, okay. Wahrscheinlich können wir damit gratis unser Leben öffnen. Naja. Hier stand auch vorhin noch der olle Heini. Muss ne. Wo soll ich nach den Höllenhunden suchen? Am Strand im Osten der Stadt kämpft Emma mit den Biestern. In Flints Lagerhaus würde ich nachsehen. Und auch auf dem Blutschwurplatz, wo Zack im Moment Patrouille läuft. Schau auch mal auf dem Marktplatz und bei Grace in der Schmiede vorbei. Naja, und auf dem Weg in die Stadt vom Weststrand her habe ich auch ein paar Biester gesehen. Okay. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Nee, das machen wir nicht. Ja, nee, ich dachte, ich könnte ihn irgendwie mitnehmen. Ah, hier oben ist er. Ich mache mir langsam ernsthaft Sorgen um dich. Du siehst furchtbar aus. Hau dich mal für ein paar Stunden ins Bett. Naja, wenn ich das nächste Mal einem Bett begegne, werde ich es benutzen. Na. Hoffentlich. Komm mit, genau. Komm mit. Sicher. Weil. Was machst du da? Hey, entspann dich. Antigua geht den Bach runter. Jo, gut. Irgendwann kriegst du noch mal Ärger. Halt! Dein Mund. Ich klau hier einfach in Ruhe weiter. Solange der alte Huber das hier unten nicht mitkriegt. Alvarez, bescheidene Hütte. Ich habe gedacht, sie hätten den alten Piraten längst geköpft. Oh, nett, das von meinem Vorgesetzten oder was weiß ich nicht, was das ist. Onkel, Opa, keine Ahnung. Verwandter, wahrscheinlich einfach nur. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Oh. Klee ist klar. Ja. Nee. Wieso? So, ich warte jetzt einfach, bis der eine auf dem anderen Akku ist. Ja. Haben wir das erledigt, aber Alter, die sind ganz schön stark, die Viecher. Ich brauche unbedingt einen Markt oder so, ein besseres Schwert irgendwie. Was macht der denn da? Sag mal, häng doch nicht so rum. Der denkt sich auch so, ja, komm, oh, easy, kein Problem. Hier laufen ja nur ein paar scheiß gefährliche Viecher rum. Na cool, das ist geil. Skal. Von Kristallmagie verstehe ich nichts. Von Kristallmagie verstehe ich nichts. Okay.
müssen wir vielleicht mal den anderen fragen. Ja, nö, nö, nö. Erstmal looten, damit du hier auch gar nichts zu melden hast, wenn wir dich hier befreien, weil ich meine, wir haben dir das Leben gerettet. So. Ich glaube, der will gleich noch mit uns labern. Danke. Du hast mich befreit. Ich dachte schon, ich müsste hier ewig versauern. Wie hast du mich befreien können? Keine Ahnung. Gut möglich, dass meine Begegnung mit dem Schattenlord an der Krabbenküste etwas damit zu tun hat. Ein Schattenlord? Es gibt also noch Schlimmeres als die Schergen? Du machst dir kein Bild. Okay, ich will das gar nicht so genau wissen. Gut. Da ist die Taschendiebstahl 20 von 30. 20 wahrscheinlich? Naja, erstmal. Erzähl mir mehr über dich. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen bin, leite ich das Lagerhaus. Ich habe den Posten erst seit kurzem. Kein Plan, was mit meinem Vorgänger passiert ist. Also, wenn du etwas brauchst, bin ich dein Mann. Ein Händler in der Nähe zu wissen, ist immer gut. Gut, Lagermeister, stell mir mal. Lagermeister? Stell ich mir ziemlich öde vor. Ich habe früher mal als Schweinehirte gearbeitet. Du stinkst wie ein Oger und die Huren nehmen dich auch nicht mit aufs Zimmer. Dann lieber doch Kisten verwalten. Du sagst es. Okay. Okay. Zeig mir deine Ware. Kein Problem. Gut. Bomben, Pistolen, Doppelläufige. Was bringt mir das hier? Da habe ich ja nichts auf der Birne, ne? Kann das sein? Ist das geiler? Ne. Braun-grün. Das überlege ich mir. Ah, ich glaube, dieses Klammern ist. Weiß ich gar nicht. Minus 3. Nee, also Ausrüstung. Wir nutzen Fusel. Der. Da könnte ich mal ein paar von kaufen. 40 kostet der. Das ist eigentlich schweineteuer. Kugeln. Kosten 2 Zucker, Silberteller. Ne, alles brauche ich nicht. Also, ich weiß nicht, warte, wir gucken erstmal nach. So, wir gucken erstmal unsere Jacke an. Die bringt plus. Was mache ich denn eigentlich noch? Da habe ich auch eine neue Hose. Jawoll. Eine neue Stiefel habe ich bestimmt. Oh. Na, sehe ich nicht schick aus? So. 10 Silberzunge. Okay, das in den Dolche. Okay, nee. Silberzunge finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. So, Halskette habe ich nichts. Gut, Ring habe ich auch noch nichts. Kopfbedeckung. Aha. Schon viel besser. So. Schwert habe ich da nichts Neues. So, warte. Zeig mir deine Ware. Kein Problem. So, genau. So. Ja, guck mal hier. Minus 15. Jawohl. Also, das in Klammern ist immer das, was es verbessert oder was es halt nicht verbessert. So, Bomben. Schaden 300. Das ist ja irgendwie nice. Die kosten aber verdammt viel. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, das Geld spare ich mir vorerst. Verkaufen. Jo, das kann weg. Das kann erstmal weg, das kann weg, das kann weg. Ja, Dolche. Plus 5. Ja, pff, weg damit. Das Wurzelzeug hier, das kann ich verkaufen. Ah, das ist cool. So. 15. Ja. Yeah.
Stadt kann weg, das kann weg, das kann weg. Na, hier diese ganzen Dinger hier, ich glaube nicht, dass ich die brauche. Wobei, ich glaube, Knochen, Zungen und Krallen, na, weiß nicht, sind beliebte Voodoo, sag ich mal, Accessoires. Das kann weg, glaube ich. Gabel. Messer? Ja, komm, hau ich die Scheiße. Pfeife. Einen brauchen wir. Ne, warte, wie? Scheiße. Goldpfannen. Braucht man die? Keine Ahnung. Fernrohr? Weiß ich nicht. Die würde ich auf jeden Fall behalten. Kaufen, so. Ja. Gut, ich würde sagen, das war's dann, aber. Warum hat man dich hier festgehalten? Was weiß ich. Fragen konnte ich schlecht. Die Schergen haben mich einfach überwältigt. Und ehe ich mich versah, war ich gefangen. Aber immerhin haben sie mich am Leben gelassen. Aber was ist mit meinen Waren? Deine Höllenhunde im Lagerhaus sind Geschichte. Das nenne ich mal eine gute Nachricht. Da hab ich auch was für dich. Im Obergeschoss des Lagerhauses ist eine alte, schrammelige Truhe. Da sind ein paar schöne Kristalle drin. Irgend so ein alter Kerl. Seinen Namen habe ich schon wieder vergessen. Behauptete mal, sie seien magisch. Aha. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich Quatsch. Aber hey, es sind immerhin schöne Kristalle. Nimm sie dir ruhig. Du kannst damit sicher mehr anfangen als ich. Alles klar. Danke. Also, ich will mir ja nicht stark aus dem Fenster lehnen. Aber vielleicht waren ja die Kristalle der Grund. Hast du Wer sonst weiß. Noch etwas Wer für weiß. Mich zu tun? Jetzt wo du fragst, da gibt es tatsächlich etwas. Mein Bruder Quinn hat ein Schwertstück in seinem Besitz, das ich gern hätte. Bring es mir und deine Taschen füllen sich mit Gold. Okay. Wo steckt dein Bruder Quinn? Das ist eine gute Frage. Der Halunke hat sich irgendwo verkrochen. Laberte was von einer Insel mit Eingeborenen. Kila war's. Gut, ich halte die Augen offen. Ja. Ich werde dir das Schwertstück besorgen. Wunderbar. So einer wie du wird es noch weit bringen. Was du nicht sagst. Gut, zeig mir den Waren, Taschendiebstahl. Wo hast du denn das besondere Zeug? Ich bin noch nicht gut genug. Ah, okay. Dann mache ich erstmal. Ich will den jetzt ehrlich gesagt nicht beklauen. List, Geist, Fähigkeiten, kann man da schon? Gold habe ich genug. Nahkampf habe ich 25 oder so. Ich weiß nicht, wie man die ausrüsten kann. Ich hätte gerne Magie, ja, Diebstahl, Silberzunge hätte ich gerne. List. Na, weiß nicht, wie geht das hier? Nahkampf 30. Ich habe gerade 25. So, ich glaube, warte. Ability 30. 25 brauche ich. Okay. Warte, dann. Gold habe ich auch genug. Hä? Warum geht denn das nicht? Habe ich auch genug? List, ja komm. Machen wir 25 draus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ganz, wie das mit den Fähigkeiten funktioniert. Aber ich denke mal, das ist auch gar nicht mal so wichtig. Fürs Erste, also für den anderen. Ja. Ich würde gerne wissen, wie ich da oben reinkomme. Ah, okay, hier. Ja, gut. Also, das hatte ich doch aufgehoben vorhin, oder? Ach so, ja, ich muss ja neu laden. Ja. Wie geht das ja?
Als ich das letzte Mal hier war, war das Lagerhaus noch intakt. Könnte ja daran liegen, dass die Stadt von Höllenhunden überrannt worden ist. Nein. Das ist doch kein Grund, sein Lagerhaus abzufackeln. Idioten. Ja, genau das, so wird es gewesen sein. Bett, nö. Ich will hier die alte, gammelige Truhe. Ja, pff, du hast ein Kristall drin. Ja, komm. Gut. So, ich würde sagen, das war's denn jetzt auch. Und haut rein, bis zum nächsten Mal.